Also, ne? Finde ich definitiv, klingt wie eine Intro-Musik von einem Anime. Patsch, 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 hops. Müssen wir eine Treppe hochbauen noch. Bei unserem Magie-Turm. Noch ist es kein Turm. Deswegen will ich es nicht so nennen. Ach, weiß ich. Better Grass gefällt mir übrigens nie, wenn jetzt die Seitenblöcke unterschiedlich färbt. Muss ich mal so sagen. Werde ich wieder ausschalten, glaube ich. Oh, ich werde langsam müde. So. Am Anfang der Folge. Am Anfang der Aufnahmerunde, sollte ich ja schon sagen. Kann ich das anklicken, dann erhalte ich eine Forschungsnotiz. Forschungsnotiz kann ich hier reinlegen. Und jetzt müsste ich das miteinander so verbinden. Und verbinden tut man, indem man halt immer so Dinge aus die erschaffen, aus denen erschaffen wurden und so halt. Man wird sehen, wenn ich es kann. Mir fehlen hier aber immer noch zwei Dingens. Damit ich das überhaupt machen kann. Ein bisschen nervig, deswegen, ich muss jetzt hier quasi ein bisschen erkunden. Ordo und R. Ah, Motus, ich hab's doch noch richtig. Das ist bewegen. Kann auch viel brauchen. Venom. So, Venom ist Fabrizio und Wasser. Jo. Das kann man sich auch dann anzeigen lassen, wie das kombiniert worden war. Dazu müssen wir aber jetzt, glaube ich, diese erste Forschungsnotiz erforschen. Und ich überlege... Okay, das ist Vakuum, also Leere. Motus und Leben. Ah, Bestia. Bestia. Bestia und Venom. Auch nicht gemacht. Bestia und nicht das. Das. Bestia und Ordnung. Jetzt haben wir alle Bestia verbraucht und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich es hergestellt habe gerade. Doof. Motus und Leben war es, ne? Motus und Leben. So. Da bekommt man dann bloß noch eins leider. Ach, wir haben ja Tod schon, Mortus. Tenebrae. was könnte man denn... Huch, was war das jetzt? War das, das hier? Reise, Wanderschaft, aha. Leben und Tod. Spiritus. Mir fehlt, glaube ich, noch ein ganz essentielles, einfaches. Das war Metallum. Tja, das ist ein bisschen fisselig dann immer, ne? Man müsste, naja, ich will jetzt eigentlich irgendwie cheaten und mir irgendwo angucken, wie es gemacht wird. Wäre doof. Doof wäre das. Leben. Leben bräuchte man eigentlich, um irgendwie Menschen zu erschaffen. Oder Bestia. Bestia Gedanken geben. Reise. Reise. Leben war Wasser und das jetzt, glaube ich. Nee. Leben und Tod hatten wir, glaube ich, schon. Seele war das. Seele und Leben? Bringt nichts. Seele und Ordnung. Bringt nichts. Seele und...
Lux und das. Bringt das was? Nee. Lux und Wasser. Nee. Lux und Luft. Nee. Lux und Ordnung. Nee. Teiche. Aber jetzt kann man, da wir Bewegung ja erkundet haben, wir können ja mal die Tiere scannen. Die bringen uns vielleicht wieder was. Habe ich diese Aura schon? Ja, klar. Tierchen! Bestia und Terra, ja, scheiße. Kann ich verschiedene Schafe mit verschiedenen Farben? Nee. Das Huhn. Komm mal her. Alter, wie viele Schafe sind denn hier? Oh, da ist noch eine Feder dazugekommen. Rolatus, was auch immer. Rolatus. Echt extrem viele Schafe. Jetzt weiß ich warum, weil sie sich alle in den Tod stürzen. Wenn wir nicht aufpassen. Meck, meck, meck. Tack, 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 tack. Kann nichts gelernt werden, schade. Was ist das für ein Lied? Ion, ah ja. Wollte nur gucken, was ich immer raus, was ich rausnehmen muss. Nee, war ein Spaß. Gefällt mir eigentlich. Ist immer schwierig, wenn so Lieder dabei sind, wo irgendwie Stimmen drin sind. Kann ein bisschen auf den Sack gehen, wenn man selber quatschen muss, drüber quatschen muss. Aber bei dem geht's ein. Ja, 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 ja. Bing, genau, die Eule hat nämlich noch gefehlt. Die war auch für irgendwas wichtig. Ja, ja, jetzt war hier einen ganz schönen Schwung gemacht. Kann ich sowieso nicht scannen, einen Grasblock haben wir schon, einen Busch. Der Busch. Der Busch. Eigentlich habe ich auch noch keine Ahnung. Gibt noch so Sachen, also Leben gibt es noch, es gibt noch so Cognita oder wie es hieß, also so Verstand. Wissen wir mal, wie sie gingen. Ist ja vielleicht auch nicht so schlecht, aber das Blöde ist halt, man darf halt diese Grundelemente nie so sehr verschwenden, allgemein, alle darf man nie so verschwenden, weil es teilweise schwierig ist, da ranzukommen. Muss dann eben durch die Kante ziehen und diese Notes suchen, damit man wieder so ein paar von diesen Grundelementen bekommt. Fünfe oder was da immer rauskommt. Das kann problematisch sein. Kann problematisch sein. So, jetzt haben wir hier noch Flug, genau. Wir haben dazu bekommen Fremd, Seltsam, das Unheimliche. Alienis. Wir haben dazu bekommen Sinne. Wichtig. Sinne und... Naja, das war nichts. Hier ist jetzt Sinne zum Beispiel freigeschalten. Das heißt, wir müssten jetzt die beiden verbinden. Was auch, das kann ich euch gleich mal zeigen. Ne, kann ich euch nie, weil ich nie weiß, was aus was Sinne gemacht wird. Scheiße. Also, ich glaube, das wird im Saumomikon dokumentiert. Genau, hier wird es dokumentiert. Kann man dann auch verbessern, dann sieht man das in der anderen Ansicht auch. Wenn man da drüber hovert, über die einzelnen Sachen. Jetzt müssen wir halt noch hier reingucken. Ah, Spiritus und R. Mehr haben wir noch nie. Motus und R hätte man drauf. Man kann theoretisch drauf kommen, es ist logisch. Jetzt zeigt es uns schon an, aus welchen Blöcken wir das bekommen können.
Oder bekommen haben oder welche Blöcke daraus bestehen oder was auch immer. Okay. Ja. Na genau. Könnte ich nämlich... Ach nee, das muss ich dann ziehen, glaube ich. Ja, das auf R runterbrechen. Dann das auf Motus. Das, man sieht es ganz, ganz schlecht. Da verbindet sich so eine Linie dahinter. Weil es eben sozusagen zusammengehört. Das hier wird aus R gemacht. Motus wird auch aus R gemacht. Das heißt, ich kann das da verbinden. Und ich weiß jetzt... Es war doch so, dass... Motus aus Ordo und R, genau. Das heißt, ich kann mir jetzt hier erstmal noch einen Motus herstellen. Dann gehe ich hier einfach auf... Geh mal auf R, genau, weil ich davon mehr habe. Und dann nehme ich hier das Motus rein und dann ist das hier verbunden. Jetzt müssen wir in die Rechnung noch das Fragezeichen reinkriegen. Also hier das nochmal irgendwie reinfisseln. Wir müssen aber erstmal rauskriegen, was das ist überhaupt. Das ist das Problem an der Sache. Kann nichts gelernt werden. Vor allem, weil ich mich auch hingelegt habe. Pflasterstein! Ich denke mal, vom normalen Koppel hätte man was lernen können. Ja, herber. Ich will jetzt ungern in die Welt hinausziehen und dort das dritte raussuchen. Wir können halt auch weiter rumkombinieren, ne? So ist ja nicht. Wir können zum Beispiel... Seele und... Habe ich gleich schon probiert, ne? Bringt gar nichts. Sinne. Echt nie einfach. Ich bin auch wahrscheinlich nie der Richtige. Ich bin nie klug genug dafür. Sinne und Bestien. Nee, okay. Metallum kann man durch mit Mensch kombinieren und dann bekommt man da Werkzeuge und sowas. Naja, ist jetzt schwierig. Fremd und Alien. Bestien, nee. Ehre. Sinne, nee. Ich glaube, das ist schon so ein Endprodukt. Da kommt nicht mehr viel bei rum bei dem. Tja. Ich will, wie gesagt, es ist... Tut mir in der Seele weh, wenn ich hier Sachen verschwenden muss. Wenn ich wenigstens wüsste, was das Fragezeichen ist, ne? Dann könnte ich vielleicht mir was ausdenken. Aber es ist mir auch wieder zu einfach. Ich kann ja mal... Das schon gescannt, ne? Das Werkzeug studieren, das ist nervig. Nervig, sage ich dir. Energie, was ist denn Energie? Wasser und Feuer? Nö. Feuer und Ordnung? Ja. Potentia, Energie, genau. Wenn man Feuer bändigt, ist klar. Man Energie. Energie und Seele. Boah, nicht. Haben das halt immer noch nie aufgedeckt, ne? Energie und Leben. Wie war Leben? Das und das, ne? Ach ne, nicht das.
Potentia und Leben. Nö. Potentia und Biest. Nö. Potentia war wichtig. Ich weiß nicht mehr wo. Potentia. Leben. Wo steckt man Leben rein und wird zum Menschen? Bei Tieren, da ist schon Leben drinne. Leben und Ordnung. Hat irgendwas gebracht. Heilen, kurieren. Ah. Aha. Ist echt nicht einfach. Vielleicht. Es ist nie einfach, muss ich jetzt mal so sagen. Haben wir das schon probiert? Ach ja, das war das. Keine Ahnung. Feuer und Seelen. Verbrennt die Seelen. Hat was gebracht und es hat uns das Ding und Verstand. Cognito. Ich glaube, Leben und. Ja, warte mal, was hatten uns zu Humanus? Bestie und Cognito, glaube ich. Der Bestie quasi Verstand geben. Humanus! Super. Whatever. Und davon ausgehen kann man jetzt, glaube ich, so die ganzen Werkzeuge und sowas machen, wobei ich da ohne mal so richtig weiß, wie. Wie war denn das? Naja, wir verbinden jetzt erstmal das weiter. Das wird uns dann weiterhelfen, denke ich. Cognito war zusammengesetzt jetzt gerade aus Feuer und Spiritus. Feuer und Seele. Auch so, oder? Ja, müsste so gewesen sein. Okay, Feuer. Wo ist noch Feuer drin gewesen? Irgendwas, was mit Motio noch zu tun hat, vielleicht. Das wäre ganz praktisch. Motio, da ist aber. Motio bestand ja nur aus. Ist es nicht mehr. Müsste ich jetzt nachgucken im Scheiß vom Momikon. Oder Ordo oder sowas. Gibt's irgendwas, was Feuer und Ordo? Energie. Ja, Energie. Cognito zu. Oh ja, Feuer eigentlich. Ach doch, klar. Cognito war ja Feuer. Und dann. Potentia. Und dann Ordo. Yay, gelöst. Forschungserkenntnis complete. Nice. Was bringt uns das? Die Art zu forschen ist effektiver geworden. Immer wenn du einen Aspekt aus deinem Sechseck entfernst, deine 25%ige Chance, dass du die Forschungspunkte zurückhältst. Ah, das ist cool. Du kannst jetzt sehen, welche Aspekte du kombinieren musst, um einen Aspekt zu erhalten. Das ist auch sehr praktisch. Das heißt, jetzt hier drüber hauen, sehen wir unten drunter, aus was die zusammengesetzt sind. Ne? Das ist gut. Hier haben wir schon so einen Wobbel drumherum, wie man sieht. Das ist also das Warp. Da bekommen wir so einen negativen Effekt auferlegt. Hier, Warpflux und das Böse. Viele glauben, dass der Mensch sich nicht mit Magie hätte befassen sollen und nichts lässt dies glaubwürdiger erscheinen als die Existenz von Warp. Das Erforschen verbotener Magien sowie das Fertigen von Objekten fragwürdiger Natur scheinen die Realitätswahrnehmung eines Magiers zu verzerren, was sowohl ihren Verstand als auch ihren Körper verändert. Diese Effekte nennen unsere englischen Kollegen Warp. Okay. Verzerrung halt.
unten, das sieht man ein bisschen scheiße, während mancher Warp temporär ist und mit der Zeit verschwindet, gibt es keinen bekannten Weg, permanent Warp loszuwerden. Sobald er einmal erhalten wurde und ein Taumaturge, also ein Magier, der beim Streben nach Macht wählt, diese Gefahren zu ignorieren, findet sich oft mit einigen Problemen wieder. Warp manifestiert sich für gewöhnlich in kleineren Konzentrationslücken, physischen Schmerz oder Halluzinationen. Diese sind jedoch mehr als bloß mental, da Visionen manchmal nützliches Wissen vermitteln oder scheinbare Halluzinationen sich als erschreckend real herstellen. Man kann auch Vorteile daraus ziehen. Flux. Wenn Warp die mentale Manifestation von tiefgelaufener Magie ist, ist Flux die physische. Flux kann sich auf drei Arten manifestieren. Also eine Flüssigkeit, ein Gas oder ein physisches Leiden. Die ersten beiden Manifestationen sind für die meisten Taumaturgen ein Ärgernis und resultieren oftmals als verschwenderische Nutzung von Magie. Oh Gott, das geht hier unten weiter und das sieht man so scheiße. Naja, hab's ja mal kurz überflogen. Was ist das? Nodienzapfen fortgeschrittene.